Willkommen zurück in Ark. So weit unten schon ein T-Rex. Normalerweise sind die stärksten eher im Gebirge. Kann ich von meinem Vogel aus das Fernrohr benutzen? Wo ist der jetzt wieder hin? Hä, war der nicht gerade irgendwo da hinten? Wo ist denn der hingelaufen? In den Wald rein? Ach ja, da. So, oh, stopp. Halt mal an, Kamerad. So, und jetzt gucken wir mal schnell. Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Bin ich jetzt bescheuert? Da. Naja, okay. Level 32, gut, den würde ich eh bloß töten. Lass gut sein. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Naja, gut, lohnt sich nicht. Ja, ansonsten haben wir gerade einen Airdrop nochmal gelootet, aber der war auch nicht der Brüller. Ein gelber war Rakete drin, ein bisschen Munition. Ja, bin ich hier im Moment noch ein bisschen am rumlooten. War gerade noch einmal in der Höhle. Die respawnt also relativ schnell, weil wenn wir jetzt auf die Zeit gucken, wir haben es gerade mal 22:30. Ich war um kurz vor 12 drin. Ich habe genug nochmal gefunden. Was... Ich glaube, ich bin mit 8000 Chitin oder was raus und ja, wieder halt so 1000 Schlag Obsidian. 1200 oder so. Passt schon. Sehe ich da hinten gerade einen blauen. Der ist wahrscheinlich zu weit weg, weil der hat gleich eine kaputte Ausdauer, mein Typ hier. Wir müssen mal landen. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen Airdrops noch jagen. Komm, lande, 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 lande. Und hoffentlich ist hier jetzt nicht gleich ein Raptor. Dilo ist auch nicht besser. Komm, komm, komm. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer nach oben. Hopp, 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 hopp. Ich hab jetzt keinen Bock, mich vom Flieger aus dem Dilo zu schlagen. Irgendwie nicht. Wobei der echt gut genug ist, der Typ hier. Haben wir ja gesehen, der hat ja teilweise relativ hochlevelige Titanoboas fertig gemacht. Als ich in den Randgebiete des Sums mit dem bin. Weil ich ja nach Airdrops gejagt habe. War schon ganz witzig. Der Typ kann schon was. Ja, das müsste ein blauer sein, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin. Der ist bloß grün. Ich glaube, der ist bloß grün. Ja, na voll geil. Lohnt sich. Aber da hinten kommt ein blauer. Wir können mal entspannt fliegen, Kamerad. Na du? Ne, bevor ich mich aber an Rex oder so ranwage, will ich entweder die, die X-Arrows haben. Oder aber das Scharfschützengewehr mit Tranquilizer-Munition. Ist ja auch eine Mod. Aber entweder das oder eben die X-Arrows. Vorher gehe ich nicht an so hochlevelige Raubsaurier. Oder an so starke Raubsaurier, sagen wir so. Weil hochlevelig war der jetzt ja nicht. Der war ja eher was für die Bratpfanne. Also den kannst du ja vergessen. Was haben wir denn hier? Naja, toll. Aber der Bauplan ist... Naja, toll. Ich weiß nicht, wenn ich den noch nicht gelernt habe, dann könnte ich das mit dem Bauplan machen. Gucken wir mal. Dann brauche ich es nämlich jetzt erst gar nicht lernen. Das wäre doch sogar ganz praktisch. Gucken wir mal. Nehmen wir es mit. Ist jetzt nicht der Brüller, aber bringt mir das, wenn ich es noch nicht gelernt habe, brauche ich es auch nicht mehr lernen, weil jetzt habe ich eben einen Bauplan dafür. Ich hätte mir, glaube ich, von Anfang an die nicht so wichtigen Sachen nicht unbedingt lernen sollen. Könnte ich jetzt alles mit Airdrop-Bauplänen machen. Na, mal schauen. Was kommt denn da runter? Ist der auch blau? Wenn ich es wüsste, wäre ich schlauer, ne? Der sieht mir sehr weiß aus, oder? Bin ich doof? Ist der gelb, oder? Ja, der könnte auch... Ja, der sieht mir eigentlich nur weiß aus. Ganz ehrlich, der ist nur weiß. Lass gut sein. Jo, das wird jetzt mal ein bisschen eine Airdrop- und Looterei-Folge. Was soll's, ne? Gehört auch dazu. Vielleicht ziehen wir gegen Ende der Folge schon mal dahin, wo ich hinziehen will. Also fliegen schon mal dahin, wo ich hinziehen will. Machen wir eine kurze Sondierung. Wie gefährlich das da wird. Na super, ein Raptor. Nee, du, hier können wir nicht landen. Tut mir leid, Junge. Lass mal eine Sondierung machen, wie es da aussieht. Weil es wird auf... So ein Tapejera möchte ich auch noch haben. So ein
So einen bunten. Würde ich auf jeden Fall auch noch einen haben. Ja, mal gucken, wenn ich das gescheite Waffe habe und was. Da finde ich schon welche. Das Witzige ist, an dem Randgebiet, wo ich da hinziehen will, wohnen auch gleich jede Menge Säbelzahntiger und so ein Scheiß. Und wenn ich Pech habe, bin ich einmal dahin mit meinem ersten roten Baron. In der ersten Staffel, die ich da gespielt hatte. Was ist passiert? War ein T-Rex und der blöde rote Baron war nicht auf passiv gestanden, sondern auf neutral. Ich habe ihn angegriffen, den T-Rex. Er hat mitgemacht. Er wurde getötet. Klasse Bart. Ah, ist aber neblig hier. Ist ein Original Koja oder was? Hier können wir ab und zu rumgucken. Was haben wir denn hier? Okay, anscheinend nichts Gefährliches. Ab und zu mal rumgucken, weil es gibt ja auch noch Entdeckernotizen. Ach, die Typen sind übrigens hier nicht aggressiv, habe ich gehört. Nur wenn man ihnen sehr viel zu nahe kommt oder auf den Sack geht, dann werden sie aggressiv. Ansonsten sind die nicht aggressiv. Naja, gut. Habe ich auch nichts dagegen. Da ist ein Blauer. Den könnten wir uns mal fix holen. Voraussetzung, wir überleben das. Das kann man ja abschätzen. Hä? Ich bin ein Idiot. Das ist der Obelisk. Aber da ist trotzdem ein Blauer. Vielleicht erwischen wir den ja noch. Komm, hopp, auf geht's. Da sind sogar zwei Blaue. Einer links, einer rechts. Naja, egal. Wir nehmen uns den hier. Hoffen, dass da jetzt nichts Gefährliches gerade ist. Das ist ja das zweite Problem vielleicht. Und dass wir überhaupt noch erwischen. Natürlich ist da was. Nee, vergiss es. Weg hier. Ja, hier ist der Norden. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Wir gehen wieder. Das können wir löten erstmal. Mit besserer Ausrüstung und alleine ohne meinen wertvollen Flieger. Ja, aber nicht mit Flieger. Das mache ich nicht. Da müssen wir mal kurz landen. Hopefully ist da jetzt nichts Schlimmes. Wenigstens kurz, bis wir uns erholt haben. Raptoren. Komm, komm, erhol dich. Fress schnell was. Weg. Es hat keinen Zopf. Ein bisschen Fehlerei gehört auch dazu, ne? Dann probieren wir uns eben hier nochmal auszuruhen. Danke. Scheint besser zu klappen. Okay, nee, da oben gehe ich erst hin, wenn ich eben alleine bin und ohne ihn hier, weil das muss echt nett sein. Den verliere ich. Und wenn ich ohne ihn bin, kann ich mir gleich noch aussuchen, welchen von den zwei oder drei Fritzen, die ich da oben finde, an Argentavi ich mal zähmen könnte. Wäre ja auch eine Idee, ne? Okay, weiter. Wir fliegen zurück. Lass mal gucken, wo der Rückweg überhaupt ist, aber ich glaube, ich bin ungefähr richtig. Ja, ja, schon, so ungefähr. Ja, war jetzt nur ein oder zwei Airdrops, die ein bisschen was waren. So, der Brüller war das jetzt alles nicht. Der andere, der vielleicht was gewesen wäre, war heftig umkämpft. Da habe ich keine Lust drauf gehabt. Zumindest nicht mit ihm hier. Und naja, dann war das wohl nix. Oh, da haben wir gerade noch einen blauen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den noch erreichen, bevor er zusammenbricht. Wo ist denn der überhaupt? An der Landspitze da. Bitte, 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 kein Stress hier. Sieht gut aus. Oh, 136, du bist auch interessant. Du würdest wahrscheinlich sogar noch besser werden als der, den ich gerade habe. Ja, sinnvoll. Bauplan, Metallbarrikade. Super, habe ich. Ah, ich glaube, ich habe sie eh nicht gelernt. Das ist okay, dann brauche ich die auch nicht lernen. Und kann sie trotzdem bauen. Das ist sogar ganz praktisch. Das ist ja mal durchaus gut. Okay, also du warst sogar interessant. Sehr interessant sogar. Und was ist mit dir da? Da drüben war gerade noch einer. Wo ist denn der jetzt? 72. Ne, du nicht. Aber der 136, der wäre sogar interessant. Weil ich glaube, der war nicht so hoch. Na doch, der war 144, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird es wieder schöner, okay. Jetzt hört es regnen auf. Huch. Sag mal, bin ich gerade überhaupt richtig? Ja, passt schon. Alles gut. Alles gut. So, da drüben war mein Startpunkt. Auf der Landzunge, wo wir gerade drauf zufliegen.
Da mache ich immer gerne den Startpunkt, weil man gleich eben die Trilobiten hat. Kann sich da ein bisschen was herholen an Chitin, das ist der Staatschitin. Kann sich seine ersten Metallfelsen aus diese runden Dinger da, das erste Metall rausholen. Sind da gerade welche respawned? Ja, da, ne? Die ganzen abgerundeten da, die aussehen wie so Kiesel oder so. Da kann man sich sein erstes Metall holen, deswegen ist das für mich ein beliebter Startpunkt. Ja, jetzt sind wir eben da hingezogen, wo wir einen etwas kürzeren Weg haben zum massiven Metallfelsen. Waren wir ja schon ein paar Mal. Und dann möchte ich gern ganz woanders hinziehen. Im Moment läuft es relativ gut, obwohl es hier schon Viecher laden muss und was. Und Strukturen. Gar nicht schlecht. Warte mal, wir möchten mal möglichst nah an den Nasenbären ranfliegen. Weil wenn ich den nämlich jetzt streichel, soll der rote Baron auch noch was davon haben. Hat er? Gut. Hat später einen Levelaufstieg. Sag mal, was soll das hinführen, Jung? Komm. 15.000 Leben für einen Lystro. Ich glaub's ja nicht, ey. Also irgendwie manchmal glaube ich es nicht. Was bist du hier, Eselin? Ja, ich habe hier gerade Störung. So, okay, Moment, hier Eselin noch einen Aufstieg. Und ich denke, wir werden mal kurz eine Sondierung machen, wie ich gesagt habe. Da hoch. Also Ausdauer hast du eigentlich genug. Bewegungsgeschwindigkeit brauchst du nicht. Weißt du was? Hier. Werd noch stärker. Es krankt ein bisschen, aber egal. Ist ja wurscht, ne? So, was ist denn hier los mit... Ja, steigt auch gleich wieder auf. Und der steigt auch gerade wieder auf. Super geil. Ausdauer wäre eigentlich eine gute Idee, ne? Traglast ist okay. Ja, komm, geh auf Ausdauer. Du brauchst mehr Ausdauer, damit du mit mir rumfliegen kannst hier, okay? Klar, soweit. So, jetzt können wir hier mal... Huch! Ne, können wir immer noch nicht ausmachen. Wahnsinn, da läuft immer noch Fisch durch. Das ist ja der Hammer. Wow. Okay, und hier wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, dann warte ich mal, bis das alles durchgebraten ist. Und dann melde ich mich nochmal. Oben ist wahrscheinlich auch mittlerweile einiges noch fertig vom Zement. Ist auch gut. Ach, die Structures Plus. Ich habe zwar die Structures Plus Schmiede, aber die Structures Plus Metallsachen für eine Basis kann ich trotzdem nicht in der Schmiede machen. Die muss ich in der Structures Plus Herstellungsdingsbums machen. Schade, aber okay. Ach, dir könnte ich eigentlich mal ein bisschen Traglast verpassen. Ich will ein Ei gelegt, sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, das sind eh bloß Eier, die kann ich nicht gebrauchen. Aber ich kann Kibbel draus machen nachher, wenn ich den Kibbelomat endlich habe. Ja. Wobei, mir fällt gerade auf, den Kibbelomat, der ist wie der, also der heißt ja nicht so, ich glaube, hier heißt der Kibbelkucker oder so. Der ist wie im früheren Akushima. Ich brauche gar keine Eier mehr. Oder ich brauche irgendein Ei nur. Es ist total egal, welches. Na, und später habe ich eh eine Armee von Dodos, die mir Eier legen. Genau, so habe ich das dann immer gemacht. Naja, ist ja wurscht. Trotzdem können wir die ja auch nehmen, weil wie gesagt, die sind eh nicht befruchtet. Was will ich damit? Hat ja keinen Sinn. Mal schauen, ob wir für dich einen Mann finden, ne? Mädel. Ach, warte mal. Ich kann die nochmal streicheln. Na hopp, los geht's. Hä? Der rote Baron ist nicht mit drin? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hups. Jetzt bist du zwar mit drin, aber auf jeden Fall wird es nachher lustig, mit dir loszufliegen. Okay, bis gleich. Nur kurz aufräumen und Inventar ein bisschen leer machen, dann fliegen wir nur los. Sondierung. Wie es da oben aussieht. So. Okay, jetzt habe ich hier einiges. Den werde ich gleich noch ausschalten. Ach, jetzt habe ich ihn, glaube ich, zu früh ausgeschaltet. Scheiße, der war noch nicht fertig, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Na, egal. 175, wie viel brauche ich denn? Oder was brauche ich generell? Ne, machen wir später. Die Scharfschützenwaffe machen wir später. Jetzt möchte ich erstmal hoch an das Teil hier ran. Die brauche ich nämlich, die Structures plus Crafting Station. Dann gehen wir auf Metall. So, und dann brauche ich ein paar von den Foundation. Stackable, das ist nämlich das Interessante da dran. So, das sind die ganz normalen Foundations, ne? Triangle Foundation oder so brauche ich nicht. Ich baue relativ gerade. Es wird eine langweilige Aktion. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fallen die hier schon wieder weg, die Riesendinger. Ja, ja klar. Die Large oder Behemoth. Ja, ja.
Die will ich oben haben, um meine zum Beispiel meine Quetzal oben mit unterzubringen. Bin ja gespannt, was das noch wird, ey. So, jetzt nehme ich mal gleich mal 5 Stück mit. Also das wird ein teurer Spaß, vor allem vom Metall her. Ich nehme jetzt die 5 wenigstens mit. So, dann können wir mal kurz schon mal ein paar Foundations hinstellen. Habe jetzt trotzdem noch ganz gut traglastfrei. Der Typ, der Rote Baron, kann mittlerweile 800 oder so tragen. Gut, 50 hat er selber wegen seinem Fleisch und was. Aber ansonsten passt schon. So, die steigen auf. Das ist ja wahre Pracht. Ich verstehe das gar nicht, warum eigentlich so schnell. Vorher war das nicht so schnell. Haben sie da was geändert oder ist wieder irgendein Event oder was? Man könnte jetzt noch kurz warten, bis die vielleicht noch einen Aufstieg haben. Ne? Wäre vielleicht fast eine Idee. Ja, und dann gehen wir mal hoch sondieren. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Weil es heißt nämlich jetzt dann Umzug. Also mal ein bisschen blöd bin ich ja auch, ne? Ich wollte doch gar nicht Metall da oben. Ich wollte doch Steampunk. Naja, mach mal eine Mixbase. Weil Problem fällt mir gerade ein. Steampunk gibt's nicht in Structures Plus. Sondern nur Standard. Das war's nämlich, genau. Okay, also ich muss die Foundations aus Metall machen. Obendrauf kann ich dann Steampunk machen, durchaus. Außer das Gewächshaus, das würde ich sogar auch aus Structures Plus machen. Weil Structures Plus... Glas Metal oder so, gibt es nämlich bei Structures Plus sowieso. Hat einen Greenhouse-Effekt. Und ist aber größer zu bauen und was halt, ne? Und schöner und was. Von daher werde ich das nehmen. Aber was habe ich denn hier im Auge, ey? Grausig. So. Jetzt wäre es schön, wenn die noch einen Aufstieg. Du hast schon wieder einen Aufstieg, aber was geht mit dir? Wo soll ich mit deinen Punkten noch hin? Ja, komm, du bist der. Ich weiß auch nicht, was du bist. Du bist auf jeden Fall ein krasser Typ. Ach, überhaupt nicht. Du bist ein krasses Mädel, wenn schon. Überhaupt kein Typ. So, jetzt dann, genau. Du, weißt du was, nochmal Ausdauer. Ausdauer ist wichtig für dich. So, dann Donatello hier, wird auch langsam krass. Wie hießen die eigentlich, Mensch? Donatello, Michelangelo, Leonardo. Wer ist denn der Vierte? Ich vergesse den Vierten. Teenage Mutant Hero Turtles. Ich weiß nicht, wer der Vierte war, Mensch, scheiße. Ey. So, du bist noch dran. Ja, du bist eigentlich relativ flott. Ach, weißt du was, du bist der rasende Reporter, wirst du. So, und jetzt los. Hallo? Hallo? Danke. So, ab nach Norden. Wir müssen sowieso Zwischenstopps einlegen, das steht fest. Wir müssen nur gucken, ob wir die taktisch klug gelöst kriegen, die Zwischenstopps, dass wir nicht draufgehen. Oder nicht allzu große Gefahr haben, sagen wir so, draufgehen, sowieso nicht. Der hat schon wegen Lebenspunkte für einen Flieger. Ja, aber jetzt weiß ich wieder den Flieger-Nerf. Man darf also nicht mehr auf Geschwindigkeit leveln, das ist schon mal tabu. Geht nicht mehr. Und die sind eben ja von Anfang an relativ schwach. Im Verhältnis zu früher. Die Traglast auch. Naja. Und da tut sich auch nicht viel. Obwohl ich das bei mir ja auf Fünffach oder was stehen habe, den Modifikator, tut sich da nicht viel, wenn ich den jetzt auf Traglast-Level oder so scherze, ne? Naja. Wir werden sehen. Muss ich nur gucken, finde ich das wieder. Das war nämlich zwischen den zwei Bergen, glaube ich, und dann der Rand vom Sumpf. Und da haben wir gewohnt, auf dem Server, auch auf dem Community-Server. Das war cool. Ich glaube, ich sehe schon den Goldblock-Felsen. Wir haben nämlich genau an so einem Goldfelsen gewohnt, wo oben drauf so Metallblöcke waren. Ich glaube, ich bin schon richtig. Da ist ein grüner, der lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Da unten ist im Moment sogar friedlich. Gucken wir mal schnell, ist das der? Ja, ne? Ja. Da oben sind goldene Ressourcen. Da kann man immer schön mit dem Argentavis rauffliegen. Kann sich die abbauen und kann wieder runter. Ey, das sind sogar... Oh, heiß ist es hier auf jeden Fall. Und hier ist was. Ach du Scheiße! Ey, die Viecher sind, wenn man zu nah kommt, glaube ich, nicht freundlich. Da war was. Ich gehe dann mal. Also hier unten... Möchte ich gerne hinbauen. Kein T-Rex. Kein T-Rex. Schon mal gut.
höchstwahrscheinlich High-Level Peter hier oben. Wenn wir ein paar Meter nach Norden gehen, werden wir wahrscheinlich schon die ersten Argentavi auch treffen, die sinnvoll sind, weil die hier unten sind ja, wenn man ja mal einen verirrt, die sind ja nicht sinnvoll. Da oben die Fritzen, gut, die werden auch interessant. Ja, jetzt steigen wir mal fix ab. Bist du interessant? Nee, leider nicht. Außerdem bräuchte ich einen weiblichen. Ah ja, der wäre ja sogar weiblich. Da, was ist denn, was bist du denn? Die Morphodon, ja, dich brauche ich auch noch. Was ist eigentlich so ein Mikroraptor? Was war denn das für ein Viech überhaupt? Naja, gut. Ein Biber könnte man hier auch treffen. Einen High-Leveligen, so rum. Weil ich habe auch schon unten im Sumpf einen Biber gesehen, aber naja. Hm. Können wir mal leicht vergessen, ne? Geht. Ist okay, was haben wir denn hier für eine Scheiße? Was ist denn das da hinten? Sind das die Viecher? Was seid ihr? Mikroraptor! Oh, ich bräuchte dich ja sogar. Ihr seid so schwebende Viecher, ne? Ihr könnt so ein bisschen vor euch hinschweben. Richtig fliegen könnt ihr nicht, aber... Aha. Eure Eier brauche ich. Für Iguanodon. Also muss ich euch zähmen. Na gut, dann ist es so. Was haben wir jetzt hier noch? Was bist... Ja, ist heiß, ich weiß schon. Was bist du für ein Level? 32, total uninteressant. Das ist eine Schildkröte, uninteressant. Ey! Sag mal. Eigentlich wollte ich ja... Ja, ich will doch mit der Axt reinhauen. So, genau. Und dann mit der Axt, dann kriege ich doch viel mehr Chitin raus. Alter, ist es heiß. Wow. Ich ersticke ein wenig. Naja, der Flüssigkeitsverbrauch steigt halt. Genauso, wenn es zu kalt wird, dann steigt halt der Nahrungsverbrauch wie solche. Und irgendwann kommt man auch nicht mehr hinterher, das schafft man nicht mehr. Wenn es jetzt hier zu heiß wird, wenn ihr einen Hitzschlag habt, dann... steht es irgendwo? 46 Grad haben wir hier. Was, der rote Baron levelt? Hat ein Level? Nee, eigentlich nicht. Komisch. Na gut, also diese kleinen Viecher sind Mikroraptor, okay. Dann muss ich die mir holen. Vielleicht überleben sie ja lang genug. Ansonsten wäre jetzt der Plan natürlich hier oben mal die ersten Sachen zu bauen. Also ich muss eben, wie gesagt, die Foundations muss ich aus Metall machen. Das geht nicht Steampunk. Das geht nicht mit dem Bronzezeug, weil du bist fällig. Weil, komm. Hä? Willst du mich verarschen? Danke. Weil, von dem Bronze gibt es, glaube ich, kein Structures Plus. Wobei, Moment, man kann alles in Structures Plus. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir mal einen Steampunk aufbauen. Das machen wir im nächsten Part. Vielleicht mal versuchen, ein bisschen Steampunk zu starten. Ich werde eh nur zum Start kommen, weil dafür brauche ich massiv Metall, Steine, ich weiß nicht, was es noch war. Und dann muss ich da draußen nämlich erstmal Kupfer mal mir machen. Weil das gibt es ja nicht. Oh, ein Biber? Oder was ist das hier? Hä, nee, hier sind Piranhas? Hä? Hier sind Piranhas? Nee, Säbertus, Simon. Ach so. Die Säbezahn. Lachs. Die besseren Lachs. Aha. Na, von mir aus. Also im nächsten Part ein bisschen Steampunk starten. Dafür muss ich mal Kupfer herstellen. Gucken wir uns dann an. Jetzt war es mal die Sondierung. Hier will ich hinziehen. Ja. Man könnte also jetzt schon mal anfangen. Könnte sagen. Wovor rennst du weg? Hä? Bist du ein bisschen behindert? Also gerne Like oder Kommentar. Danke fürs Zuschauen. Was? Achso, Structures Plus, ja. Ich habe gedacht, was? Fünffach Foundation? dürft mir gerne auch sagen, wie eben der mir fehlende... Na, das war nicht so sinnvoll. Der mir fehlende Mutant Turtle hieß. Mir fällt der nicht ein. Also wie gesagt, Donatello habe ich ja. Michelangelo, Leonardo. Wer ist der vierte? Oder waren es sogar fünf? Also mir fallen nur drei ein. Na gut. Nächster Part, bisschen Steampunk. Wo rennst denn du weg vor was? Bist du bekloppt? Bist du ein bisschen doof im Kopf? Naja, bis dann. Mal zurück. Die Entdeckernotiz wäre natürlich noch eine Sache. Die machen wir im nächsten Part, weil das Problem ist, ich glaube, da schicke ich den Typen lieber weg.
Und da lass den weiter weg. Weil die sind, glaube ich, nicht freundlich, wenn man zu nah dran ist. Zu lange. Dann werden die angriffslustig. Und die haben irgendwie so einen Giftangriff oder so einen Scheiß. Irgendwas war da. Na gut, bis denn. Richtig rum muss ich aber fliegen, ne? Ist das richtig rum? Ja.